Und die ideale Kombination, auch deswegen heute wieder 4 Deutsche unter den besten 9. Martin Hamann sehen wir als nächstes dann gleich, hängt ein bisschen zurück, ist aber auch im Finale. Finale hat begonnen mit einer Luke mehr Anlauf. Da gibt es auch die Prognosen, man ist immer in Verbindung mit dem Wetteramt, mit den nächsten Wetterstationen. Wie werden sich die Verhältnisse entwickeln? Tendenz eher etwas schlechter noch. Deswegen gibt es zumindest jetzt in dieser frühen Phase des Finaldurchgangs etwas mehr Anlauf. Dadurch sollte die Anlaufgeschwindigkeit, die Messung funktioniert heute nicht immer, etwas höher sein als im ersten Durchgang. So, da ist er schon dran. Martin Hamann hat viel vor. Orientiert sich an seinem Qualifikationssprung. Da ging es deutlich über die 130 Meter. Dann müsste er jetzt weit in Führung gehen. Sehr schnell im Flugsystem. Besserer Sprung, viel besserer. Sein bester. Jetzt hat er wieder gezeigt, dass es möglich ist. Hat ganz schön lange gedauert hier in Klingenthal. Ja, das ist, ich glaube, auch als Abschluss für hier ein besserer Sprung. Wobei hier es trotzdem so ist, dass ich immer wieder noch sehe, dass der Schwerpunkt nicht sauber bleibt und nicht einfach 1:1 übersetzt. Er macht viel draus, ist schön und gut. Aber es sind eben nicht die perfekten Sprünge, die er uns schon zeigen konnte. Dürfte sich auch ganz anders angefühlt haben. Ein bisschen Windunterstützung und eben nicht dieser klare Nachteil, den er hatte. So, die Familie ist da und natürlich freuen sich alle mit. Hat hier nicht nur Familie, sondern unglaublich viel Freude. Und ja, das ist totale Erleichterung. Unten bei den Leuten, die ihm nahestehen und aber auch beim Trainer. Die sagen, hey, er hat es uns doch gezeigt, er ist doch hier deutscher Meister geworden. Es muss doch dann auch gehen. So, das sind jetzt Traumverhältnisse für Simon Hamann. Der hat hier in diesem Bereich schönen Aufwind. Muss sich gut anfühlen. Kann aber Hamann nicht schlagen. Ja, anderes Gefühl bei Aufwind zu fliegen. Ja, klar. Schöner, einfacher. Kann man einfach nicht anders als sich mitzufreuen. 132,5 Meter, 132,5 Meter für Simon Hamann. Und wir schicken ihm den Applaus zu Simi. Nicht ganz so weit wie Hamann. Dazu bekommt er mehr abgezogen. Und ist entsprechend hinter Hamann. Platz 2 für Simon Hamann, also Tiefen Hamann in Führung. Nach wie vor, da gibt es auch die Daumen nach oben. Wird trotzdem für ihn eine echte Aufgabe, im deutschen Team zu bleiben. Philipp Raimund krankheitsbedingt nicht hier. Könnte sein, dass er seinen Platz los wird, wenn ein anderer im Conti Cup überzeugen kann. Domen Preutz schauen wir uns erstmal an. Zieht jetzt klar an Hamann vorbei, dass da noch Luft war nach dem Sprung von Hamann. Du hast es angedeutet. Ja, und dass er jetzt auch natürlich mit anderen Bedingungen besser zurechtkommt, hat er mir jetzt direkt bestätigt. Und dann macht das Klack-Klack und schon ist er in seinem System. Aber wenn er jetzt speziell hier nach dem Absprung die Unterstützung nicht hat, wo der Ski jetzt hierher kommt, was ja eigentlich zu viel ist, aber das braucht er, dass er dann wirklich auch ja, den Sprung so laufen lassen kann, wie er es braucht. Die Rede ist von Domen Preutz, diesem unglaublich aggressiv springenden Slowenen. Hat immer noch eine der extremsten Positionen, was die Position des Unterschenkels angeht. Unser Experte Sven Hannawald hat mehrfach ihm den Hinweis gegeben, dass Kleinigkeiten zu ändern helfen könnte. Immerhin hat er sich auf einen Weg begeben. Vielleicht funktioniert es dann doch bald wieder. Auch auf Sprungschanzen. Wir sind bei Daniel Huber. Komplett nachvollziehbar seine Reaktion, denn auch in Österreich gibt es eine Menge Nachwuchsspringer, die anklopfen, haben sich beim Continental Cup insgesamt als Mannschaft deutlich besser geschlagen, auch was Platzierungen angeht. Und es gibt ja nur noch 6 Startplätze für Top-Nationen im Maximalfall. Das waren 7. 5 Startplätze hat Österreich sicher. Wir haben gesehen, wie viele der österreichischen Sportler unter den besten 15 sind. Da braucht auch Daniel Huber, auch mit seiner verletzten Geschichte, die ihm ja alle zugute halten, braucht dann schnell gute, bessere
Ergebnisse, aber das weiß er alles am besten selbst. Yuichiro Kobayashi. Oh, schön. Natürlich schon auch begünstigt jetzt mit Gate 18. Relativ viel Anlaufgeschwindigkeit. Leichter bis dann doch auch teilweise stärkerer Aufwind im Hang. Das hilft natürlich auch Springer von dem Niveau aktuell wie Yuichiro Kobayashi. Anlauf auch verlängert, um eine etwas bessere Show zu bieten, um ein bisschen weitere Flüge zu sehen und danach im Zweifel zu verkürzen. Ja, am Ende der letzte Springer mit Stefan Kraft hatte die meisten Rückenwindbedingungen. Und normalerweise ist es am Abend schon so, dass die Tendenz so weitergeht. Aber jetzt haben wir gerade wieder ein bisschen mehr Aufwind gehabt. Jetzt regelt sich es wieder ein bisschen in leichten Rückenwind. Also es ist okay, jetzt kannst du es noch machen. Später, wenn die Spezialisten kommen, muss man halt gucken. Ja. Wir haben schon immerhin 143 Meter gesehen von Domen Prijuc. Remo Imhoff. Ja, macht sich immer wieder Mut. Der fährt gleich mal rückwärts Richtung Exit Gate. 130,5 Meter. Hat Skispringen im Fernsehen gesehen, wie so viele Kinder mit Alpinski groß geworden, dann wollte aber unbedingt springen. Und er sagt ganz offensiv, sein Traum ist immer noch, die Vierschanzentournee zu gewinnen. Auf jeden Fall kommt er voran auf seinem Weg. Ja, und schön zu hören, was hier in Klingenthal los ist, wenn ein polnischer Top-Athlet oben auf dem Balken sitzt, wird komplett unterstützt und angefeuert. Ein sehr faires, sehr sportliches Publikum. Keine leichte Phase für Thomas Thornbichler. Sicher seine schwerste als Trainer. Junger Trainer, überraschende Entscheidung damals, dass sie den Österreicher verpflichtet haben. Als es nicht lief, letztes Jahr lief es dann wirklich gut. Und jetzt läuft es gar nicht. Nee. Ganz gute Bedingungen, wie gesagt, eine Luke mehr, die hilft wirklich jedem, aber kann es irgendwie aus irgendeinem Grund dann eben nicht nutzen. Ja, so eine leichte Verdrehung hat er, man merkt aber ihm gar nichts mehr an, das hat er auch wirklich gelernt, das dann irgendwo auch unbemerkt zu korrigieren. Ja, das ist schwierig und bleibt schwierig. Ganze Phase seiner Karriere weit nach rechts gesprungen. Und Karl Geiger, der macht auch nicht den Eindruck, als ob ihn hier irgendwas umhauen würde. Nee. Das ist echt. Joe Fenech. Der letzte ist ein Bester. Ja. Der erste Sprung, den er auf dieser Schanze wirklich mal erwischt von Daniel Joe Fenech. Es ist sein 9. Und es hat doch noch geklappt. 141,5 Meter. Wer sagt's denn? Hat der sich schwer getan hier? Gehörte zu den Besten, als er angereist ist. Es war wie abgerissen vom ersten Sprung an. Der kam kaum über die 120 Meter. Jetzt endlich hat das doch noch rausbekommen. Lässiger Typ, Domen Prijuc. Eigentlich zu cool für diese Welt. Das kann auch Skispringer nicht schaden. Kann man, glaube ich, gar nicht zu cool sein. Domen Prijuc bleibt vorne, hat den ersten Angriff der Österreicher mühelos abwehren können. Domen Prijuc, der beste Mann hier. Auch das hat er gestern schon gezeigt, dass er immer mal wieder in der Lage ist, ganz nach vorn zu springen. Ja, für die Österreicher ist es nicht so locker weitergelaufen hier in Klingenthal, wie hoch oben im Norden. So, Zwischenergebnis. Martin Hamann hat ein paar Plätze sich noch
verbessern können. Und ich glaube, das hat sich auch ganz gut angefühlt gegen die Bugs. Ja, und wir haben ihn richtig strahlen sehen nach der Landung. Martin, wie gut hat denn dieser Flug? Ja, dadurch, dass es mir eigentlich beim Skispringen immer um das Gefühl geht, was ich spüren möchte, war das jetzt schon wieder näher dran. Endlich bin ich zumindest mal wieder ins Fliegen gekommen. Der Stadionsprecher rief sofort, ja, warum denn jetzt erst? Was antworten Sie ihm? Ja, es war halt jetzt hier nicht ganz stabil. Na klar, hätte ich es mir gerne am Freitag schon gewünscht oder speziell das Lillehammer in dem Sinne nicht stattgefunden hätte. Aber so ist es halt, das ist Spitzensport, da geht es hin und her, speziell wenn man viel denkt wahrscheinlich. Und deswegen ist es jetzt so, wie es ist. Ja, und Ihre Teamkollegen sind ja ganz vorne platziert. Was trauen Sie denen noch zu, vor allem dem Karl? Ja, denen wünsche ich natürlich, dass sie das jetzt hier wie gestern rocken und dass die cool bleiben. Und da kann ich mir auf jeden Fall noch was abschauen. Dankeschön. Bitte. Ja, es ist wichtig für ihn, dass er bei sich bleibt, auch wenn er womöglich seinen Platz im Team verliert. Deutschland hat erstmal in der Theorie nur 5 Startplätze. In Engelberg hat Martin Hammer nochmal die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Danach sind es nur noch 5 Plätze. Philipp Raimund ist ja krankheitsbedingt nicht hier. Dem ist er jetzt nicht wirklich nahe gekommen im Gesamtweltcup. Dafür hat er nicht genug Punkte geholt. Da bleibt Philipp Raimund sicherlich in der Mannschaft. Und da muss man schauen, was in der B-Mannschaft, in der Conti-Cup-Mannschaft passiert, wer sich womöglich da noch mal einen 6. Platz erspringt. Warum wird jetzt gewartet? Ach, wir haben in dem mittleren Sektor rot, das heißt zu viel Aufwind außerhalb des gesetzten Sektors von der FIS. Jetzt ist es drin. 1 Minute Zeit maximal. So lange darf der Springer da oben hingehalten werden auf dem Balken. Danach muss er erst noch mal runter. Aber rechtzeitig sind die Verhältnisse so geworden, dass man springen kann. Aber verlässlich wieder in den Top 30, Kilian Payer. Für ihn unheimlich wichtig, dass er hier jetzt den Telemark setzt, gerade nach dem Kreuzbandriss, Korbsache. Hat er sich zum Beispiel mit Stefan Leier ausgetauscht, ähnliche Verletzungen gehabt. Was hast du gemacht, um dich auch wirklich wieder zu trauen, wenn es mal ein bisschen weitergeht, den Telemark zu setzen? Du hast die Erfahrung nicht gehabt, Gott sei Dank, Kreuzbandriss. Nein. Kannst dich da aber gut rein denken. Ja, ich meine, Knie ist das Gelenk, was am meisten aushalten muss, auch von der Kraftwirkung. An Absprung, auch Landung. Kleine Ecke drin bei Jan Hörl. Wenn es diese Skipendler gibt. So, also ein bisschen vielleicht auch Opfer der eigenen Erwartungen. Das gilt für große Teile des österreichischen Teams. Auch das ist menschlich, wenn nicht alles genauso weiterläuft und man es dann irgendwie erzwingen will. Hier sehen wir, dass er ein, zweimal eingreifen muss. Ist der Ski einmal an der Grenze zum Wegfallen, musst du warten, dann schaukelt er sich auf und dann ist das so ein Hin- und Her-Gependel. Das kriegst du nicht selber gleich geregelt. Ein schönes Bild, daran kann man sich gewöhnen, dass die deutschen Springer als Letzte da oben in den Aufwärmraum kommen. Das heißt, sie liegen ganz gut. Kobayashi hat noch mal geguckt, ob die Türen auch alle verschlossen sind. Nicht, dass irgendjemand seinen Ski wegnimmt. So, passieren hier die dümmsten Dinge da oben. Man muss nur bei Pavel Wonzek nachfragen. Aber jetzt erstmal Vorfahren. Ja. Hat trotzdem Sven nicht in den Ergebnislisten das hinterlassen können, was er hier gezeigt hat in vielen Trainingssprüngen. Ja, er hat natürlich dann von seinem Lauf, was er ja irgendwie so ein bisschen auch entwickelt hat hier in Klingenthal, mit dem Qualifikationsdurchgang einen kleinen Dämpfer gekriegt. Fängt da natürlich dann erstmal an zu überlegen, was war denn jetzt? Möchte das abstellen und dann ist natürlich schon vom ersten Durchgang mit den schwierigeren Bedingungen schon ein bisschen der Wurm drin. Alex Stöckel sagt über ihn, der ist so langsam in allem, was er macht. Der spricht so langsam, manchmal wie in Zeitlupe. Aber man muss sich keine Sorgen machen. Er bekommt alles mit. Bekommt alles mit, was ich ihm als Trainer auch mitgebe. Er guckt manchmal nur und spricht nicht. Aber 3 Tage später stellt er dann die Frage zu genau dem Vorgang, den er mit ihm besprochen hat. Also spezieller Typ ist ja gleich als Trainer, glaube ich, auch immer ja, die Herausforderung, mit diesen ganzen verschiedenen Charakteren zurechtzukommen. Bei ihm mit der Emotionalität. Geht ja oft genug mit ihm durch.
Was hat sich Stefan Horngacher immer geärgert, dass er da unten schon durchdreht, wenn er nach einem Durchgang einen vernünftigen Sprung gemacht hat? Ja, konnte ihm auch nicht abstellen. Also am Ende, glaube ich, ist es schon so, dass du als Trainer so einen gewissen Weg für dich selber auch finden musst, die Typen halt auf eine Art vielleicht auch so zu lassen. Nicht in jeder Hinsicht, aber in den Hauptthemen, wie sie halt einfach sind. Man muss sie dann auf andere Wege bringen, dass sie selber drauf kommen, was sie zu tun und zu lassen haben. Tja, mit den Ergebnissen müssen die Polen jetzt erstmal leben. Zweite Durchgänge erreicht von Giba und Kubacki, aber ganz vorne spielen sie auch in Klingenthal keine Rolle. Ein bisschen unter Wert geschlagen seid. Also die Voraussetzungen jetzt auch wären eigentlich angelegt, aber irgendwie hat er es nicht ganz so abrufen können. Auch hier wieder ein bisschen eher Schleppski im ersten Durchgang, ein bisschen zu viel Ski nach dem Absprung. Der kann sich wirklich nicht ganz so auf etwas Festes einstellen, weil es dann doch immer von Sprung zu unterschiedlich ist und er eher agiert als Ja, agiert als nur zu warten, was passiert. Aber super Ergebnis wird es für die Slowenen sowieso, hoffentlich auch für Karl Geiger. Und ich denke, alle, die noch im DFB-Pokal sind, sind ganz gespannt, wie das Ergebnis der Auslosung heute sein wird. Das gibt es bei uns ab 19.15 Uhr heute in der Sportschau. DFB-Pokal-Auslosung Frauen und Männer. Klasse Leistung mal wieder von Halvor Egner-Granerud, weit nach rechts gekommen. Es losen übrigens zwei Weltmeister heute aus. U17-Trainer Christian Wück und sein Co-Trainer Jens Nowotny. Die beiden sind heute zu Gast im Dortmunder Fußballmuseum bei Esther Sedlacek. Also ab 19.15 Uhr Auslosung im DFB-Pokal. Ja, 139 Meter, etwas, was ihm schon helfen wird im weiteren Saisonverlauf. Ja, aber vom Sprung an sich trotzdem nicht so viel geändert. Ich würde es jetzt eher auf die Luke mehr und die bisschen besseren Bedingungen zurückführen, weil vom Grundsprung war er genauso aggressiv. Wenn er die Bedingungen vom ersten Durchgang gehabt hätte, wäre das nichts geworden. Aber das ist einfach, das sind Dinge, die Granerud dann für sich aufnehmen muss. Minimaler Führungswechsel, 0,2 Pünktchen, erster Durchgang, Rückenwind, hat nicht gut funktioniert, jetzt ein bisschen Aufwind, das Mainz mit Hannawald, da war er wesentlich stärker. Mal schauen, wie lange Granerud vorne bleiben kann. Nika Ido kommt auf jeden Fall nicht in seine Nähe. Und trotzdem ist das für Nika Ido eins der besten Ergebnisse, die er je im Weltcup geschafft hat. Auf jeden Fall das beste Ergebnis in dieser Saison. Den muss man ganz klar im Auge haben. Erstmals in dieser Saison in den besten 20. Also gutes Wochenende für ihn. Dauert noch ein bisschen, bis der nächste Deutsche kommt. Wir sind noch nicht bei den besten 10. Dann nacheinander gleich Laie Paschke-Williger. Vorher Peter Priots. Der erfolgreichste Skispringer der slowenischen Olympiageschichte. Und das war ein klasse Sprung. Ja. Ähnlich wie im ersten. Jetzt nicht mehr ausprobiert, sondern geht natürlich schon auch klar in die Richtung der Sprung, aber mit ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr vom Fuß und eben nicht nur das Richtung geben. Einfach schon so viel gewonnen. 23 Weltcupsiege. Karl Geiger könnte heute seinen 15. schaffen. Da ist ihm Peter Priots einiges voraus. Ja, Manuel Fettner, der hat tatsächlich, obwohl er der älteste Skisprung-Olympiasieger ist im Team, noch nie ein Weltcup-Springen gewonnen. Mit 38. Heute ist er auch zu weit zurück. Ja.
Aber in Führung geht er. Kann die Schanze. Hat er im Sommer gezeigt. Er war der Mann, der den letzten Sommerwettbewerb mit der gesamten Weltelite hier gewonnen hat. Und hat auch hier immer mal wieder gute Sprünge gehabt. Auch mit 38 Jahren immer noch einer, der die besten Werte schafft, was die Sprungkraft angeht. 63 Kilo bei 1,79. Manuel Fettner, tolle Leistung, 141,5. Diese Werte, diese Absprungkraft hilft ihm natürlich enorm. A, wenn er den Tisch trifft und B, bei Rückenwind, wo andere größere Schwierigkeiten haben als der Österreicher. Ja, das ist jetzt für Tande eine gewaltige Aufgabe, da hinzukommen, denn der Sprung war außergewöhnlich gut. Ja, jetzt mit Schanzrekord springen müssen, okay. Man geht davon aus, wahrscheinlich, dass Tande jetzt nicht unbedingt in der Lage ist, da wirklich einen runterzuknallen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir jetzt in dem Bereich sind und im Gegensatz zu gestern, wo unten drin Aufwind war, haben wir heute Rückenwind. Das heißt, wenn jemand von den guten Schanzenrekord springen muss heute, kommt der unten schneller rein und dann ist natürlich das Thema Telemark, dann ist natürlich wieder das Thema Luca Knie. 18, ja, Luca ja, 18. Das ist ein bisschen, muss man ein bisschen abwarten und ein bisschen Fingerspitzengefühl nehmen, weil es eigentlich gestern auch schon grenzwertig war, aber durch den Aufwind werden die gebremst unten und kamen gut hin. Siehe Paschke, auch super Telemark unten reingeknallt. Aber heute mit dem Rückenwind müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, wenn es dann eben zur Entscheidung hingeht. Kommt nur noch ein Norweger mit Marius Lindvik. Der ist dann gleich als nächstes dran, wenn die Top Ten hier um den Tagessieg springt. Fürs Erste führt Manuel Fettner, aber die Jury muss jetzt wirklich aufpassen. Den Moment nicht verpassen, um zu verkürzen. Es hat alles heute so gut funktioniert. Ein Traum eines Skisprungtages, auch aus deutscher Sicht natürlich, aber wie der Stefan Horngacher eben auch im Interview gesagt hat, es ist nie gefährlich gewesen, wechselhaft schon, aber das gehört beim Skispringen bei einer Sportart, die draußen stattfindet, einfach dazu. Tja, da steht er, Manuel Fettner und ein Skisprungleben über zwei Jahrzehnte. Der war ja als kleiner Junge schon dabei, mit 15, 16, schon bei der Vierschanzentournee, damals 1,56 klein. Heute ist er 1,79, hat ja Wachstumshormone bekommen zwischendurch. Jetzt schauen wir, damit der Junge richtig wächst. Das hat hier auch funktioniert, auf die Top 10 und erfreulicherweise wieder vier Deutsche dabei. Diesmal ist die Ausgangsposition noch besser als gestern für Karl Geiger, eben weil Stefan Kraft und auch Jojo Kobayashi Rückstand aufholen müssen. Sven Annewald hat im Vorausblick in der Pause schon gesagt, man braucht natürlich dann auch die Verhältnisse. Aber Lauro Koss hat noch nie ein Springen gewonnen und Ante Lanišek lange nicht mehr. Dies Jahr. Und im Moment macht Karl Geiger den Eindruck, als ob er hier wirklich zum Doppelschlag ausholen könnte. Puh, jawohl, Slowenien. In Superposition mit Kosch und Lanišek. Dazu ist Peter Preutz Zweiter, Domen Preutz Fünfter. Das sollte als Mannschaft ein gutes Ergebnis werden. 4.500 ist übrigens 4.501, da zählst du dann auch mit, Sven. Ja. Ist die offizielle Zuschauerzahl, hat uns Alexander Ziron, der Geschäftsführer, hier gerade durch das Kabinenfenster angezeigt. Damit haben wir dann das Ziel erreicht, dass wir über 11.000 Zuschauer hatten. Das wäre keine Änderung. Startgate 18, das glaube ich, war noch die Einblendung der Luke davor. Jetzt wird es dann eine Luke runtergehen, denn aus der 18 ist der gesamte Wettkampf bis jetzt gefahren worden. Ich glaube, jetzt ist man eins runtergegangen, auf 17. Ja. Und damit hat man dann den Moment auch abgepasst. Das macht sicher Sinn. Ja, da haben wir es nochmal bestätigt. Plus 3,5 Punkte, das entspricht fast genau 2 Metern, die es quasi als Bonus obendrauf gibt. Lindvik.
Ja, ich sehe es dir an, Sven. Das gefällt dir noch nicht, weil du Lindwig eigentlich in anderen Dimensionen erwartest. Speziell hier jetzt dieser das viele Ski. Das viele Ski ist ein gutes Deutsch. Ja, aber das man versteht es ja. Das Ski ist einfach zu steil angestellt. Und das ist das, wo es ihn so extrem herbremst. Da kann er machen, was er möchte. Das ist die große Kunst, den richtigen Gleitwinkel am Hang entlang zu finden. Und das ist jetzt natürlich auch das Ziel seiner Landsleute. Der Landsleute von Karl Geiger, die jetzt hier bei bester Stimmung nacheinander dran sind. Stefan Laie, Pius Paschke und Andreas Wellinger. Das muss sich doch tragen, wenn du eine solche Atmosphäre hörst. Also du hörst natürlich nicht während springen. Was? Oder während fliegen. Nein, nein, da hörst du gar nichts. Da bist du komplett im Tunnel. Sobald du oben losfährst, ist es wie, als ob du einen Schalter gedrückt hättest und alle Zuschauer sind sofort nach Hause gegangen. Du hast komplett Ruhe und wenn du dann unten ausfährst und langsam abspringst, dann kommt wieder die Kulisse auf dich zu. Aber im Flug komplett ruhig. Windgeräusche nimmst du auf von der Anfahrtsgeschwindigkeit. Links übrigens der Co-Trainer von Stefan Hongacher aus Tschechien, Michal Donnesal, war lange für die Polen zuständig als Cheftrainer. Stefan Hongacher hatte ihn als Co-Trainer schon bei den Polen, kennt ihn gut und er ist total damit zufrieden. Top 10 für Stefan Laie. Nochmal weniger Anlauf, deswegen der Sprung noch mehr wert. Knapp platziert vor Peter Preutz. Und er hat so ein bisschen den Trend gestoppt, wurde von Wettbewerb zu Wettbewerb, zwei, drei Plätze weiter nach hinten gespült. Jetzt hat er das Ding rumgerissen. Stefan Laie, Pius Paschke. Auch gute Bedingungen. Ja, eben Rückenwind. Und da hat er sich super gewehrt. Hat er voll dagegen gehalten. Jetzt noch mal genauso. Ja, sieht gut aus. Kann auch vorne sein. Mitgenommen. Jawohl, komm, 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 komm. Pius Paschke. Läuft schön. Einfach in dieser Saison. Und er lässt nicht nach. Toll. Sechster Wettkampf im Bereich der Top 10 oder sogar der besten 7 oder 8. 139,5 Meter. Über den Anlauf hat er die 2 Meter zu Fettner aufgeholt. Aber er bekommt natürlich eine Menge Abzüge. Fettner hat Pluspunkte bekommen. Deswegen Zweiter. Passt. Klar passt das. Aber mit Platz 2 wäre Andi Wellinger jetzt sicher nicht zufrieden. Er ist immer so knapp wieder dran am Sieg, am Podium und hat gelernt in seiner ereignisreichen Skisprungkarriere, dass man Geduld braucht. Das ist jetzt die Aufgabe. Nicht ungeduldig werden. Nicht erzwingen wollen. Wird leider jetzt schlechter. Ja, nach dem Tisch ist viel Rückenwind. Hoffentlich muss er warten. Das ist bitter. Es ist natürlich trotzdem im Korridor aktuell. Deswegen geht es auf grün. Ja. Oh, wow, wow. Grün heißt die Ampel auf grün und Wellinger muss los. Das wird jetzt anspruchsvoll. Weniger Anlauf. Ja. Oh, jawohl! Super! Was macht der denn da draus? Ein unglaublicher Sprung von Andi Wellinger. Wo hat er den denn hergeholt? Schlechtere Verhältnisse, so sah es zumindest oben aus. 146,5 mit Michael Uhrmann. Den Schanzenrekord teilt er sich jetzt. Geil, das glaube ich dir. Natürlich die Führung. Offensichtlich hat der Wind zu seinen Gunsten gedreht. Auf jeden Fall kriegt er Abzug. Das sah bei uns nicht so aus, dass er lossprang. Trotzdem 146,5 Meter. Andi Wellinger ist das Maß der Dinge hier bisher in Klingenthal. Der weiteste Sprung. Mit Telemark. Ganz richtig. Und auch gestern schon im zweiten Durchgang, wo ich echt schon gedacht habe, da gibt ein Kampfrichter die 18,52 sogar. Wirklich, mit welchem Recht möchte man sagen? Also 146,5 mit Telemark.
Und dann noch 18:5 zu geben, ist eigentlich ein Witz. Aber zum Glück haben andere noch besser hingeschaut. Er hätte bessere Noten verdient. Aber trotzdem reicht das natürlich für die klare Führung erstmal. Ja, es geht noch eine Luke runter. Luke, ja. Ist auch richtig, weil jetzt ein bisschen mehr Aufwind im Hang ist. Aber worauf ich hinaus wollte, bei Wellinger auch gestern im zweiten Durchgang, wo ich auch schon Bangen hatte mit den Bedingungen, gefühlt, wenn er schlechtere Bedingungen, kommt er oben vielleicht ein bisschen besser durch. Gregor Deschwanden will das auch unbedingt mal heimbringen. Oh, stark. Gut. Oi, oi, oi. Super Sprung auch des Schweizers. 1,3 Pünktchen Vorsprung hatte Wellinger auf Deschwanden. Verhältnisse waren ähnlich. Der dritte, der Schanzenrekord springt. Allerdings wird er mehr Abzüge bekommen, Sven, für die Landung. Und das heißt, es könnte sein, dass Wellinger da vorne bleibt. Hier. Und das ist berechtigt. Wellinger nochmal, hätte noch bessere Noten verdient aus meiner Sicht, aber das wird Abzüge geben. Teilweise pro Punktrichter 2 Pünktchen, also Gregor Deschwanden, auch wenn er Vorsprung hatte, müsste er eigentlich hinter Wellinger sein. Es ist eine Luke, es ist eine Luke, weniger Anlauf und deswegen ist er vorbei um 0,5. 0,5 Punkte, richtig, man ist ja noch eine Luke runtergegangen vor Deschwanden. Ist das knapp, aber es ist dann auch verdient. Es ist dann auch verdient für Gregor Deschwanden, der noch nie auf dem Podest stand im Weltcup. Noch nie. Equipment Control, ja, und er muss natürlich noch zur Kontrolle. 0,5 Punkte. Noch eine Luke runter. Ja, das musst du jetzt machen, weil wenn Stefan Graf dann auch die guten Bedingungen hat. Ja. Oh, nee, oh, bisschen flacher. Nee, spielt irgendwie jetzt gerade nicht so wirklich rein für ihn. Also ich dachte eigentlich vom Absprung her, die gewohnte Aggressivität mit Feingefühl, flach auch im Hang, aber konnte die Höhe nicht so halten. Oh, 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 oh. Da geht's zurück. Hinter Wellinger, hinter Deschwanden, Stefan Kraft. Hier ist eigentlich alles in Ordnung. Eigentlich der erste wirklich enttäuschende Sprung im Wettkampf für Stefan Kraft. Das erste Mal, dass es nicht funktioniert hat für ihn. Und so verliert er reichlich Punkte, ist sogar noch hinter Pius Paschke. Bester Österreicher Manuel Fettner. Und damit sind es nur noch 4. Kobayashi, die beiden Slowenen und dann Kragheiser. Luke bleibt jetzt gleich. Ist zu viel mit. Oh, jetzt ist aber ein Korridor. Aber für ihn müsste es eigentlich ganz gut passen. Oh, das wird jetzt gut. Das sollte passen. Zumal er so wenig Fehler macht. Jojo Kobayashi. Nee, ist zu flach. Auch nicht. Nee. Ist zu flach. Gregor Deschwanden. Gregor Deschwanden steht vor seinem ersten Podestplatz überhaupt im Skispringen mit 32 Jahren. Lorokos, Ante Lanišek und Karl Geiger noch oben und Gregor Deschwanden führt. Ich kann das noch nicht herzlich fassen, ich würde ihn gern mal sehen. Platz 4 für Jojo Kobayashi und dann kommen wir zu den Top 3. So, jetzt bin ich gespannt. Gibt auf jeden Fall eine Premiere, denn auch für Lorokos wäre das Neuland. War einmal auf dem Podest in Garmisch-Partenkirchen. Neuer Springen 2022. Spektakulär für Deschwanden wie für Koss. Nicht mehr ganz so gut. Wir haben gesehen, wie Kraft und Kobayashi gescheitert sind. Und Koss besser, aber auch nicht ganz vorne. Und damit steht Gregor Deschwanden, Sven, zum ersten Mal überhaupt auf dem Podest in seiner Skisprungkarriere. Und das hat er verdient, dieses lange Kämpfen und Ringen, immer wieder dran zu bleiben.
Es sind 133 Meter aus Luke 15, fast ohne Unterstützung. Es ist ein wirklich bemerkenswert guter Wettkampf von Lauro Koss. Noch besser eben nur der Schanzenrekordhalter Gregor de Schwanden. Podest für de Schwanden. Für Koss ist es eine gute Platzierung. Er weiß es jetzt. Es ist soweit. Er ist auf dem Podest, de Schwanden. Wellinger ist immer noch Zweiter. Auch Wellinger kann auf dem Podest landen. Denn Ladischek muss das jetzt auch erstmal schaffen. Leichter Aufwind. Nein, reicht nicht. Das reicht auch nicht für Andrzej Ladischek. Vielleicht, Sven, war dieses Verkürzen doch kontraproduktiv für die Westen. Sie scheitern jetzt alle daran. Sie kommen alle nicht so ins Fliegen. Trotzdem auch für ihn. Leichte Aufwindverhältnisse, 134,5. Hatte schon guten Vorsprung vor Wellinger. Über 4 Meter. Noten sind gut für Kost. Nochmal weniger Anlauf als Wellinger. 2 Noten weniger Anlauf. Wo steht Ladischek? Hinter Wellinger! Und damit ist ein Deutscher auf jeden Fall auf dem Podest. Und Gregor de Schwanden ist mindestens Zweiter. Aber jetzt kommt ja noch Karl Geiger, der Führende. Braucht jetzt ein bisschen Glück. Kompliment an Gregor de Schwanden auch für seine Beharrlichkeit in all den letzten Jahren. Und jetzt hoffen wir auf eine faire Chance für Karl Geiger, sich seinen 15. Weltcupsieg zu holen. Sieht gerade wild aus auf dem Windmonitor. Pfeile in alle Richtungen, auch mit ein bisschen höheren Geschwindigkeiten. Der letzte Springer des Tages hier in Klingenthal. 7,4 Punkte hat Karl Vorsprung gehabt vor de Schwanden. Also über 4 Meter und er hat eine Luke weniger Anlauf. De Schwanden ja noch aus der 16 gestartet. Also ungefähr 6 Meter. Da muss er natürlich trotzdem 140 springen etwa, weil de Schwanden 146,5. Aktuell wird eingeblendet 137. Ja, weil die Verhältnisse noch schlechter geworden sind. Das ist aber dann viel Aufwind gut. Jetzt. Speziell oben und ganz unten komischerweise. Eher Rückenwind. Das ist dann das, wo man Gott sei Dank jetzt Feingefühl beweist. Abwartet. Ja. Es geht noch um einen Springer. Ob wir jetzt da 5 Minuten länger brauchen oder nicht, ist völlig egal. Hans Stein, der Präsident des Deutschen Skiverbandes, würde natürlich auch gerne gleich bei der Siegerehrung 2 Deutsche auf dem Podest haben. Auch die gibt es dann live bei sportschau.de. Er steht auf jeden Fall schon auf dem Podest. Und jetzt bekommt Karl Geiger das Zeichen, dass er los kann. Ist auch gut. Ist okay. Wir Schwanden oder Geiger? Kein Zucker oben raus. Komm schon, noch ein Stück. Jawohl! Karl Geiger! Kann das schon wieder abrufen. Gute Verhältnisse, so ähnlich wie Gregor de Schwanden. 141,5 Meter, das muss reichen. Das muss reichen mit den entsprechenden Noten, die er bekommen wird. Es sieht nach dem 15. Weltcupsieg für Karl Geiger aus. Absoluter Wahnsinn, sagt der DSV-Präsident. Krass, sagen Wellinger und Geiger. Noch etwas mehr Abzug, was Wind angeht. 2 Punkte mehr Abzug. Aber die Weite sollte reichen in Kombination mit seinen exzellenten Haltungsnoten. Der war einfach besser gelandet als eben Gregor de Schwanden. Wirklich ein toller Sportler. Hat so viel in diesem Sommer gemacht, so viel probiert. Und jetzt holt er sich hier den Lohn ab in Klingenthal. An beiden Tagen der Beste. Niemals hätte er das erwarten können. Es sind schon wieder 2 deutsche Springer auf dem Podest.
mit Karl Geiger und mit Andy Wellinger. Es sind vier in den Top Ten. Ja, Schanzenrekord, genau. Schanzenrekord, den sind so einige gesprungen. De Schwanden, Wellinger und auch Michael Urban. Auch Kobayashi gratuliert. Das darf sich gerne jetzt so fortsetzen. Diese deutschen Festspiele hier in Klingenthal beim Heimweltcup. Der nächste Heimweltcup, dann Auftakt in Oberstdorf. Schon ausverkauft, der Sprungtag. Alle, die heute gekommen sind, hatten richtig Spaß. Und wir schauen in aller Ruhe nochmal auf das Endergebnis. Letztlich dann doch deutlich Karl Geiger vor Gregor De Schwanden, der das beste Ergebnis seiner Skisprungkarriere erreicht. Andreas Wellinger schafft es noch aus Podest. Vier Deutsche unter den Top Ten, auch Martin Hamann verbessert. Der Bundestrainer kann nur glücklich sein im Interview bei